In der WNBA habe ich auf jeden Fall vor, bei der Frauenbasketball zu pushen. Und dass ich das als Ziel haben sollte, Rookie of the Year zu werden, habe ich wirklich so gesagt. Aber es ist wirklich ein großes Ziel. Und das ist auch eine Sache, die für einen Frauenbasketball sehr wichtig wäre, weil ich denke, dass so war es jedenfalls für mich, dass so viele gar nicht wissen, was überhaupt möglich ist. Und dann eine deutsche Frauenbasketball Spielerin oder sogar für Europa, europäische Frauenbasketballerin zu sehen und auf dieser Tribüne, sage ich immer, auf dieser Tribüne stehen zu sehen, ist wirklich sehr wichtig für den deutschen Frauenbasketball und deutschen Basketball. Also ich möchte immer alles irgendwie auf Männer und Frauen beziehen, weil ich denke, dass oft so ist, dass Frauen sich nur auf Männer Frauen sich nur auf Frauen konzentrieren dürfen und Männer sich wirklich nur auf die NBA konzentrieren dürfen. Aber ich habe jetzt wirklich mitbekommen, auch von Oregon, dass es anders ist. Also wie oft haben mich schon wieder kleine Jungs gefragt, hey, can I have a signature? Genauso wie die kleinen Mädels. Und dass man einfach diesen Grundgedanken ein bisschen ändern muss, dass es alles möglich ist.